Wir sind jetzt im schönen Allgäu in unserem Workshop. Ich zeige euch heute mal alles, wie es abläuft. Endlich mal wieder ein Vlog. Wir kommen wieder dazu und viel Spaß. Unser Workshop in zwei Bereiche unterteilt, ins Autohaus, da gehört zum einen hier gleich mal die Waschanlage, dann hier geht's weiter, da werden Sachen geschweißt und alles vorbereitet, hier ein paar Bühnen für Oldtimer und dann, wenn der Honk mal schneller filmt, dann geht's in die Werkstatt. Der findet nicht mal mehr der Eingang. Da ist unser Meister, der Herr Roscher, der uns gekonnt ignoriert. Er hat halt auch was zu tun. Genau, hier ist alles Autohausabteilung. Die machen hier ihren Job fürs Autohaus, Kundenfahrzeuge, Oldtimer restaurieren, das gehört da alles mit dazu. Hier werden jetzt Simulatoren vorbereitet. Das wird in dem Hintergrund, dass man einfach Leuten vermittelt, wie fühlt es sich im Auto an. Da wird es dann quasi mit Fernseher, Lenkrad und so alles nachgebaut, dass man sich dann dass sie anfühlt, als wäre es in echt. Hier sind wir in der Motorsportabteilung, hier sind die Rennautos. Das Auto von Florian Thoma, mein Lieblingskollege. Hier ist das Auto von Christian, aber da wollen wir jetzt nicht zu lange reden, ihr wisst, wie die Autos ausschauen. Es ist enorm unordentlich im Moment, wir bauen gerade um, beziehungsweise wir bereiten gerade alles vor. Jetzt die Woche kommen die drei Autos aus der TCR Middle East in Bahrain, wo ich in Bahrain gefahren bin, die kommen per Luftfracht hierher. Deswegen, hier schaut es ziemlich aus, mein Auto wird vermossen, Unfallteile werden repariert. Wir fahren in zwei Wochen los zum ersten Test nach Oschersleben. Da muss jetzt eben alles vorbereitet werden. Wir haben hier Kommandostand, wir haben Kisten, wir haben Reifen, Werkzeugkisten, Physio-Case, was ich heute fertig gemacht habe, nochmal ein Simulator, das könnt ihr euch mal anschauen, so sieht das dann aus. Man muss sich das so vorstellen. Hier kommt ein riesen Bildschirm rein und zwei Plätze und die hocken dann drinnen und man kriegt einfach das Gefühl, wir haben einen sehr hochwertigen Simulator, wie fühlt sich das in echt an? Natürlich, es bewegt sich nichts, Unfall passiert nichts, drückt man auf Escape, aber man versucht Fans, Zuschauern, Sponsoren einfach das Gefühl zu vermitteln, sie sitzen in einem echten Rennauto. Wie ihr wisst, die Jungs müssen ja unter der Woche auch was anderes machen, wenn sie nicht am Rennplatz sind. Jetzt schauen wir mal, was der Simon macht. Jetzt läuft der weg. Ja, egal, wir schauen mal seinen Arbeitsplatz an. Willkommen beim Simon. Ja. Der Wendler fährt jetzt nach Innenstadt und dann nimmt es mit. Dann kommt es heute noch hoch. Ja, alles klar. Danke, ciao. Alles gut? Keine Zeit. Hi, Robert. Hier sind wir noch im Bereich Autohaus. Man sieht hier, es ist so eine Art Ausstellung, was wir haben. Einen alten VW-Bus. Hier geht es dann weiter, wo Kundenfahrzeuge restauriert werden von uns. Das ist mit dem Geschäft, wo wir betreiben. Oldtimer restaurieren, den Kunden wieder herrichten. Genau, das ist die Ausstellung. Ziemlich viele alte, schöne Autos. Neuere Autos. Nochmal ein VW-Bus. Und das sind jetzt zum Beispiel Kundenfahrzeuge, die wir herrichten. Die Kunden haben dann ihren Drücker vom Tor. Wir richten das her, laden das Auto, putzen das, machen das fertig, dass alles passt. Die kommen her mit ihrem Drücker und fahren dann raus. Hier geht es jetzt in die ganzen Motorsportbüros. Das sind die ganzen wichtigen Leute, die Flüge buchen, die ganze Organisator. Hier geht es jetzt in die Motorsportbüros. Hier sind die ganzen hohen und wichtigen Leute. Schauen wir mal rein. Grüß Gott, Frau Meier. Willkommen in meinem Videotagebuch. Herr Hengstler, du sollst nicht mich filmen. Nein. Nicht filmen. Zu meinem Dad ins Büro. Hier sitzt der Andreas, der macht mit das Ganze, die ganze Teamorganisation fürs Wochenende. Das
Servus. Dann geht's weiter. Das sind auch nochmal Büros. Ein paar alte Autos. Da freut sich jetzt jemand richtig. Und am Rauchen, nie am Arbeiten. Den stören wir jetzt lieber nicht. Hier geht's weiter. Und hier geht's zum Herr Dreme. Ist gerade Herr Dreme. Wir zeigen den Leuten mal dein Büro und nee, unsere Website. Das ist nicht aufgeräumt. Okay, dann gehen wir wieder. Vielen Dank. Ohne Bohrenführung geht es leider nicht. Wir machen das nächste Mal einen Termin, danke. Ja. Genau. Das war jetzt einfach mal wieder ein Vlog bei uns daheim im Geschäft. Es läuft jetzt so ab, die Jungs richten die Autos her. Wie gesagt, die kommen jetzt aus Bahrain zurück. Und dann geht's ab nach Oschersleben. Wir gucken, dass wir vorher nochmal einen Vlog machen. Und am Wochenende, 9., 10., 11., 12. April, filmen wir wieder jeden Tag, dass ihr wieder alles mitkriegt. Der Lukas ist wieder dabei. Und dann hauen wir wieder ein paar geile Vlogs rein. Vielen Dank. Anita. Ja, aber jetzt will ich singen.